Einen schönen guten Tag. Ich sehe, ihr seid schon im Studio angekommen, und zwar Jürgen Pleschberger, Geschäftsleitung, Matthias Kuhn und Vanessa Köpfle. Schön, dass ihr heute hier mit dabei seid. Ich würde sagen, die Bühne gehört euch. Ich freue mich auf eine kleine Präsentation zu eurem Unternehmen. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Jürgen Pleschberger. Bin für den Bereich Technik bei Müller Wohnbau der Geschäftsleitung zuständig. Bin mittlerweile 30 Jahre in diesem Betrieb und darf kurz vorstellen, Müller Wohnbau gibt es jetzt über 50 Jahre, ist im mittleren Rheintal angesiedelt als Kleinunternehmer. Der Seniorchef, der Karl Müller, hat das Mitte 60er Jahre in einer ziemlich wirtschaftlichen, schwieriger Zeit als Maurer Lehrbetrieb angefangen mit 3, 4, 5 Leuten in einer Garage, den hat er erzählt, mit einer Schubkarette. Und mittlerweile hat vor ca. 20 Jahren der Gerhard Müller in zweiter Generation die Firma übernommen, und wir sind momentan relativ gut angesiedelt als Generalunternehmer, sind spezialisiert im Bereich Einfamilienwohnhaus, Wohnbauten und Generalsanierungen. Haben 45 Mitarbeiter, etwa 30 Mitarbeiter vom Bau draussen, vom Lehrling bis zum Polier, wo praktisch unsere Projekte umsetzen. Und da gibt es zwei Punkte bei uns in der Firma, was uns sehr wichtig sind. Das basiert alles ein auf dem Gemeinwohlökonomieprinzip. Der Gerhard ist der Obmann in dem Verein. Das heißt, wichtig ist uns, dass wir Bauten machen, wo langhebend, wo kein Müll produzieren, und wo am Kunde ein gesundes Wohnen bietet. Das heißt, dass man schadstoffarm, schadstofffrei bauend, dass wenn man in 40, 50 Jahren wieder was zurückbaut oder so weiter, dass man die Stoffe wiederverwenden kann und nicht deponieren oder entsorgen muss. Der zweite wesentliche Punkt sind alle unsere Mitarbeiter. Das ist die Basis für erfolgreiche Projekte bei uns. Das heißt, vom Lehrling bis zum Bauleiter und zum Architekt sind immer alle in einem Projektteam. Auf gleicher Augenhöhe, jeder macht seinen Job. Und dort ist es aber wichtig, dass es eigenständige Mitarbeiter sind. Sie können selbstständig arbeiten, sie brauchen Eigenverantwortung, würden dementsprechend auch im Prämienmodell am Ende der 5 Jahre partizipieren sie mit. Und Basis sind natürlich unsere Lehrlinge. Das heißt, die guten Leute am Markt sind untergebracht in den guten Firmen. Darum setzen wir ziemlich viel auf Lehrlinge mit einem großen Ausbildungsteam. Die Maurerlehre an und für sich ist, wenn man den Gewerbebereich anschaut, sicher eine von der schönsten Lehre, die es gibt. Man sieht vom Fundament bis zum Dach alles. Man ist täglich an der frischen Luft, manchmal auch ein bisschen Ärger, meistens in der Sonne. Man bildet den Körper und den Geist. Man braucht also keine Fitnessstudie, sondern das kommt automatisch. Und wir sind alle immer ein kleiner Team. Jeder kennt jeden, der Polier kennt oder der Lehrling. Und das ist unsere Basis. Und abschließend muss ich sagen, es gibt ganz wenig Berufe, wo man als Facharbeiter wirklich sagen kann, dass er sein eigenes Haus wirklich bauen kann. Und das ist ein so ein Slogan für uns, wo man sagt, die Maurerlehre ist einfach das Beste, was es gibt. Danke. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung zur Maurerlehre. Ich glaube, du hast noch eine Präsentation vorbereitet. Ich würde sagen, wir schauen uns diese gleich an. Servus, ich bin der Matthias Kuhn. Ich arbeite jetzt auch schon ziemlich lange beim Müller Wohnbau und bin jetzt mittlerweile Hauptverantwortlicher für die Lehrlingsausbildung da bei uns. Und da das ziemlich viel Arbeit ist, mache ich das nicht alleine, sondern habe ein super tolles, junges und engagiertes Team um mich herum, das sich zum einen aus der Vanessa zusammensetzt, die mit mir im Büro arbeitet und da mich in allen Belangen unterstützt, und zum anderen aus dem Martin, der heute nicht da sein kann, der aus auf der Baustelle ist und dort dazu schaut, dass die Lehrlinge alles kriegen, was sie brauchen. Wie der Jürgen vorhin schon gesagt hat, sind wir im Einfamilienhausbau tätig und auch im Wohnungsbau und auch in der Sanierung. Und uns ist ganz wichtig, dass die Lehrlinge einfach alles kennenlernen können. Und da haben wir uns ein bisschen was überlegt. Da schauen wir einfach, dass die Lehrlinge in der Rotation alle paar Monate auf eine andere Baustelle kommen, zu einem anderen Polier, und dort dann einfach jede Art des Bauens bei uns gut kennenlernen können und somit dann nach 3 Jahren super gefestigt als Profis in die Teams reinstarten können. Was haben wir noch? Wir versuchen immer offenes Ohr zu haben für unsere Lehrlinge, egal in welchen Belangen, sei es in private Probleme oder in der Schule. Wir probieren sie immer überall zum Unterstützer und einfach, dass sie sich gut aufgehoben fühlen bei uns. Das ist uns ganz wichtig. Ja, wir bieten noch etwas an, das nennen wir bei uns die Lehrlingsbaustelle.
Da ist der Martin und ich einmal im Monat draußen auf der Baustelle für einen ganzen oder einen halben Tag, nur mit den Lehrlingen. Und da schauen wir einfach, dass wir einer probieren, so viel spezielles Wissen zu vermitteln, wie geht es. Ist auf der Baustelle manchmal nicht ganz so leicht, weil der Tagesbetrieb herrscht. Und da probieren wir dann einfach nochmal genau zum Zeigen, auf was es ankommt, sei es beim Planlesen, sei es beim Anzeichnen und Schalen von Stärker, sei es beim Mauern mit allen möglichen Formate von Zirkel. Ja, das probieren wir dort einfach zum Vermitteln. Und ja, was können wir noch bieten? Wir haben auf jeden Fall eine Karriereleiter, die super funktioniert. Das kann man vom Lehrling aufsteigen nach 3 Jahren zum Facharbeiter, macht dann 2 Jahre vielleicht als Facharbeiter weiter, hat dann die Möglichkeit zum DHTL noch machen und dort als Polier noch raus zum kommen. Und danach stehen einmal alle Türen offen. Man kann ins Büro gehen, so wie ich das gemacht habe, als Bautechniker oder Bauleiter oder vielleicht sogar zum Baumeister aufsteigen. Und ja, also da ist auf jeden Fall viel Luft nach oben und wir unterstützen auch jeden, der das machen möchte und probieren dort immer mit helfenden Händen zur Seite zu stehen. Auch wenn es ums Lernen in der Schule geht oder sonst irgendetwas, da sind wir immer dabei und unterstützen die in allen Belangen. Ja, das wäre es jetzt sonst eigentlich von mir. Genau, also ich bin Vanessa. Ich bin, wie der Matthias schon gesehen hat, gemeinsam mit einem Lehrlingsteam und arbeite auch in der Verwaltung, also bin im Büro in der Verwaltung tätig. Ich erzähle etwas über die Vorteile bei einer Lehre bei Müller und was wir dir alles so bieten können. Also wir haben am Freitagmittag wir Wochenende. Das heißt, wir haben einfach nochmal zusätzlich einen halben Tag, wo wir Zeit für uns haben oder einfach unsere Freizeit genießen können. Und einfach auch, dass der Ausgleich vom Schaffen und von der Freizeit gehen ist. Ebenso haben wir eine Betriebsküche draußen im Lager. Dort kochen für uns die Alexandra und Judith. Dort gibt es eigentlich ganz unterschiedliches Essen, das immer super schmeckt. Und da ist wirklich von Lasagne bis zum Gulasch ist dort alles dabei. Das heißt, du hättest wirklich die Möglichkeit, am Mittag bei uns etwas Warmes und etwas Frisches zum Essen. Was auch noch interessant ist, wir machen 3-mal im Jahr ein Lehrlingsevent. Da sieht man gerade Fotos. Wir lassen uns da immer was Spezielles einfallen, wo einfach allen Spaß macht und wo immer auch ein bisschen Action dabei ist. Zum Beispiel letztes Jahr sind wir Raften gewesen, das war brutal lustig. Oder sind auch Kässpätzle erster gewesen, also dort ist wirklich von A bis Z alles einmal dabei. Wir möchten allen Lehrlingen die Möglichkeit auf jeden Fall geben, dass sie sich bei uns weiterentwickeln können, dass sie sich weiterbilden können. Wir stehen dort auch voll und ganz hinter der Lehrling, arbeiten dort auch mit dem Extrix zusammen. Die bieten zusätzlich nochmal Kurse an, wo wir die Lehrlinge gerne einladen, um dort teilzunehmen. Also die haben vom 1. bis ins 3. Lehrjahr ganz unterschiedliche Kurse. Und genau, wenn sie zum Beispiel noch Zusatzausbildungen machen möchten, wir zum Beispiel die Lehre mit Matura oder der Hochbauspezialist, dann schauen wir natürlich, dass wir das in die Wege leiten können und dass wir dort die Lehrlinge richtig dort anführen und einfach hinter einer stehen. Wir zum Beispiel, der Niklas und der Christian bei uns, die sind jetzt im 3. Lehrjahr, die haben jetzt aber gerade vor, zum ein Jahr dranhängen und den Hochbauspezialist zu machen. Ja, das war es eigentlich von mir. Falls ihr sonst noch einen Einblick haben möchten, zu uns können da gerne uns im Facebook oder auf Insta folgen. Wir posten dort eigentlich täglich, regelmäßig Beiträge von Bausteller, Firma, Mitarbeiter, alles drum und dran. Vielen Dank dafür. Es sind zwischenzeitlich auch über unseren Chat ein paar Fragen an euch reingekommen. Die möchte ich jetzt noch gerne weitergeben. Und zwar, muss ich viel Kraft haben, um bei euch arbeiten zu können? Als Maurer stellt man sich ja doch einen kräftigen Kerl vor, oder? Wie schaut es in der Realität aus? Ja, also ich meine, es ist sicher nicht von Nachteil, wenn man ein bisschen Strom mitbringt, aber dann haben wir spätestens nach 1,5 Jahren oder nach einem Jahr schon. Also da kann jeder zu uns kommen. Es ist nicht eine spezielle Voraussetzung, dass man jetzt großartig kräftig baut ist. Das machen also, wir denn. Die Muskeln kommen dann eh von selber? Ja, das kann man so sagen. Also da, du hast Fitnessstudio quasi dabei mit der Arbeit und das schon. Auf jeden Fall auch ein Vorteil, ja. Wie schaut es mit Wetterschichten aus auf der Baustelle?
Werteschicht gibt es natürlich. Schaut so aus, dass wenn jetzt das Wetter einfach so umschlagt, dass einfach das Arbeiten nur mehr möglich ist und dass auch keine Arbeiten zum Beispiel unter Dach da sind, dann werden die Jungs auf jeden Fall heimgeschickt, weil es hat überhaupt keinen Wert, dass die einen ganzen Tag im Räger schaffen und nachher vielleicht krank eine Woche ausfallen, das ist viel schlimmer. Deswegen gibt es die Werteschicht und die wird auch gemacht bei uns. Und ja, es ist immer eine willkommene Abwechslung, denn mal einen halben Tag oder einen Tag zufällig frei zum Kriegen quasi. Aber man hofft natürlich schon, arbeiten gehen zu dürfen und zu können. Hier wird noch die Frage gestellt, wie viel verdient man bei euch als Lehrling? Genau, also bei uns verdient man im ersten Lehrjahr brutto 1020 und das steigert sich dann je nach Lehrjahr. Das steigert sich dann nach Lehrjahr natürlich. Wie lange geht die Lehre? Die geht 3 Jahre bei uns, also allgemein geht die 3 Jahre. Und wie viele Lehrlinge stellt ihr denn 2021 ein im Herbst? Ja, am liebsten wären uns 3. Wir sind jetzt momentan so, dass wir schon in der Diskussion sind mit dem einen oder anderen, aber wir haben auf jeden Fall noch Platz für Interessenten. Und ja, also 3 wäre so das Ziel eigentlich pro Jahr. Das passt genau dazu, die Frage, welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, worauf achtet ihr? Ja gut, Voraussetzungen sind einmal, die wichtigste ist, dass einer will. Das heißt, dass einer schaffen will, dass einer raus will, dass einer die Lehre machen will. Zeugnisse sind natürlich immer wichtig, aber ob da mal ein 3er oder ein 4er drin ist, ist es lieber, der will für sich aus und nicht, wird nicht gezwungen durch Eltern oder durch Freunde oder durch irgendeinen Einfluss. Das spürt man im Gespräch schon aus, ob das richtig ist für einen. Und wenn einer will, dann kriegt man immer so weit durch, dass er meistens nach dem Spitzenkandidat wird. Wir haben da schon Vize-Weltmeister im Maurer-Geschichte und Staatsmeister. Die sind anfänglich auch relativ dünn daher gekommen, aber das kriegen wir auch sehr. Wenn einer will, das ist das Wichtigste. Wenn einer will, das ist natürlich das Wichtigste. Hier will ein Mädchen. Wie schaut es da aus? Sie hat gefragt, ob ihr auch Mädchen einstellen würdet als Maurerinnen. Also wir haben tatsächlich schon meines Wissens 2 Ladies, 2 Damen gehabt. Eine hat schon eine abgeschlossene Lehre im Transportwesen, hat unbedingt nochmal wollen als Maurerin das machen, hat das so durchgedruckt. Die zweite ist eine junge Dame gewesen, die Lehre gemacht, hat die auch mit Erfolg abgeschlossen. Die hat dann aber gemerkt, dass sie irgendwann an die Grenze kommt, oder körperliche Belastung, und hat nachher den Weg in Richtung Technikbüro gesucht. Also dort sind wir komplett offen. Wir haben im Büro sehr viele Damen, fast die Hälfte im Büro sind Damen, und sind natürlich offen für das, wenn jemand als Mädchen gern die Lehre machen wird. Also auf jeden Fall bewerben, versuchen und auch vorbeikommen. Ich glaube, da ist auch das persönliche Gespräch ganz wichtig. Wie läuft denn ein Schnuppertag bei euch ab? Ja, also vor dem Schnuppertag gibt es meistens oder immer ein Kennenlerngespräch. Einfach, dass man sich ein bisschen kennenlernt und mal schaut, wer sitzt da vor einem. Und oder dass die angehenden Schnupperer oder vielleicht angehenden Lehrlinge dann auch die Firma besser kennenlernen. Und Schnuppertag läuft so ab, dass die Burschen oder die Mädels dann halt ins Lager kommen bei uns und dort dann mitgenommen werden auf die Baustelle. Und dort wird einer dann von den Bauteams, wo die zuteilt worden sind, einfach versucht, der Beruf ein bisschen näher zu bringen, ein bisschen zum Sorgen, was machen wir als, was kann man bei uns als machen. Und ja, meistens gibt es 2 Schnuppertage oder 3 und da lernst du dann schon ziemlich gut die Arbeiten kennen. Ja, so läuft das ungefähr ab. Muss ich einen negativen Corona-Test mitbringen zum Schnuppern, wird hier noch gefragt. Müssen, ich weiß nicht, da haben wir bis jetzt noch keine Regelung gefunden bei uns, aber es ist sowieso, in den Firmenbussen ist sowieso Maskenpflicht, und sobald man den Abstand nicht einhalten kann, ist halt auch Maskenpflicht auf der Baustelle, wenn das, wie gesagt, wenn es auf den Abstand kommt, aber jetzt direkt ein negativer Test haben wir jetzt so eine Korregelung bei uns. Also die Hygienemaßnahmen, die allseits bekannten, die wir ja mittlerweile in- und auswendig kennen, die werden natürlich eingehalten, also auf jeden Fall mit Maske kommen. Ich hoffe, diese Antwort reicht so aus. Eine kommt noch, die würde mich gerade auch interessieren. Wird das Mittagessen auch auf die Baustelle geliefert? Genau, also sie haben in der Baracke eine Box, eine Aufwärmebox, und sie nimmt jeden Morgen nennt sie die Kiste, also das erste nennt sie mit auf Baustelle, tun sie dann dort aber in die Box rein, und das ist dann bis zum Mittag ist es warm.
Das heißt, der klassische Leberkäse, wo man kennt, von Adelberg auf der Baustelle, wird beim Müller Wohnbau ersetzt durch frische Küche. Genau, ja, das ist aber das, was mir, beziehungsweise das war der Hintergedanke dran. Mhm. Einfach vom Leberkäse weg zum Kau quasi. Mhm. Auf jeden Fall ein gutes Benefit, würde ich sagen. Vielen Dank euch dreien fürs Kommen. Die Zeit ist leider um. Ich wünsche alles Gute bei der Lehrlingssuche und vielen Dank fürs Dabeisein. Danke. Danke. Dankeschön.